Hallo meine Lieben. Eigentlich wollte ich eben auf dem Berg oben sein, weil es ist wieder August und ich brauche ein bisschen frischere Luft. Ich war eben mit Mali auch schon auf dem Weg dorthin, aber wir mussten wieder zurück, weil Mali ist mittlerweile wieder 4 Jahre älter geworden. Zu dem letzten Video, wo ich oben gedreht habe. Und ja, es ist wieder die Zeit des wenig Atmenkönnens bei mir. Asthma. Und das bringt mich wieder zurück auf den Ursprung auch dieses YouTube-Kanals, um euch zu erklären, wo ich denn herkomme. Ja? Und es ging mir darum, bei der Elektromobilität das nicht irgendwie so religiös zu machen, sondern einfach meine Situation zu zeigen. Ich fahre übrigens schon länger Wohnmobile, als dass ich E-Auto fahre. Ja? Also nur mal so dazu, dass die Leute irgendwie irritiert sind, dass sie das ab und zu sehen jetzt. Ich habe das aber immer mal wieder auch gesagt, ganz am Anfang des Kanals, dass ich auch Wohnmobile fahre. Seitdem die Mali hier, die liegt hier vor mir, seht ihr gerade nicht, bei uns ist. Und sie ist jetzt 10 Jahre alt und auch schon älter geworden. Und wir müssen uns ihr anpassen. Wir müssen uns anpassen, wir sind auch älter geworden. Mir hat das damals gestunken, dass wir so angelogen wurden von der Autoindustrie. Wir alle sind Verbrenner gefahren, viele fahren noch Verbrenner, ich fahre auch noch Verbrenner. Aber wir sind angelogen worden von einer Autolobby, die wirklich Dreck am Stecken hat. Ja. Und es ging mir damals sehr um die Partikelfilter. Ja, das Video verlinke ich nochmal gerne. Dass wir halt eben wissentlich Leute krank gemacht werden, in Absprache unter den Autoherstellern. Abgasskandal ist gar nicht mal darüber zu sprechen, sondern einfach mal, ja, es wurden halt eben, und deshalb war ich auch sehr kritisch über unsere Wohnmobile, und das war jetzt im Nachhinein jetzt auch gut, weil diese Woche ist es rausgekommen, dass Stellantis, also Fiat, doch zu Zahlungen verpflichtet wurde in den USA, weil doch die Motoren nicht in Ordnung sind. Und genau so einen hatten wir in unserem letzten Wohnmobil. Das mal nur kurz als Erklärung, warum wir noch ein neues Wohnmobil gekauft haben und ich darauf geachtet habe, dass wir halt eben da die Abgasreinigung so optimal haben, wie es nur geht. Wir wollten auch ein E-Mobil kaufen, aber das habe ich im anderen Video schon gesagt, das ging nicht. So, jetzt haben wir halt eben das und wir fahren und wir genießen unser Leben damit. Und ja, das ist halt unser Lebensstil, den wir schon haben, bevor wir E-Autos gefahren haben. Immer so dazu, ja. Dann die Begeisterung für Tesla war einfach, es ist ein aufstrebendes Unternehmen gewesen vor vielen, vielen Jahren. Beinahe pleite mehrmals. Dieser verrückte Elon Musk hat versucht, die Industrie komplett umzudrehen. Er hat verdammt viel Gegenwind gehabt und hat ihn immer noch. Und den habe ich damals unterstützt für das Startup, habe auch die Aktien gekauft. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich die Aktien gekauft habe. Ich bin auch sehr dankbar dafür, dass ich damit auch ein etwas mehr Unabhängigkeit erkauft habe und mitgestalten durfte. Die Unabhängigkeit, die wir erreicht haben, ist erstmal durch meine oder unsere harte Arbeit, und das hat alles mit Celsius zu tun. Ich kann immer mehr und mehr erzählen jetzt, weil ich ja seit August letzten Jahres nicht mehr für Celsius arbeite, sondern ja, ich habe es dieses Jahr abgewartet, einfach ein bisschen mehr zu erzählen. Ich habe die Celsius-Aktie, die jetzt auch mittlerweile vom Aktionär promotet wird, schon vor 7 Jahren gekauft für 50 Cent. Jetzt ist sie bei $100. Und habe dadurch natürlich auch einen gewissen Wohlstand erreichen dürfen. Deshalb bin ich auch dankbar für die Arbeit, die ich leisten durfte für die Firma Celsius, für Tesla und letztendlich auch für Bitcoin. Auch wenn das jetzt hier so etwas erblasst, das T-Shirt. Das sind diese drei Pillars, die drei Säulen, auf denen wir hier stehen. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich die richtigen Entscheidungen treffen durfte und dann auch konsequent umgesetzt habe. Der Kanal hat das alles begleitet, war natürlich am Anfang sehr e-mobilitätslastig, ne? Wobei ich einfach da mehr zu erzählen hatte. Und natürlich das Incentive von Tesla mit den freien Roadstern, das gebe ich ganz offen zu, hat natürlich auch dazu verführt, da Energie reinzustecken. Und schauen wir mal, ob wir die überhaupt kriegen, wann wir die kriegen. Ja. Jetzt in letzter Zeit kommen halt bei mir auf dem Kanal auch ein paar Videos dazu, wo auch ein bisschen kritisch über Tesla gesprochen wird, so wie das letzte Video mit dem Hans-Jörg. Mir ist ganz klar, dass das sehr kontrovers ist, was er macht und wie er jetzt reagiert hat und wie wir reagiert haben. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass das nicht jeder versteht. Das ist nur okay, ja, kein Problem damit. Ich unterstütze halt hier auf dem Kanal immer die freie Meinung und freie Lebensweisen.
Ihr müsst verstehen, ich habe die Bundeswehr gemacht als junger Kerl damals. Mit 19 Jahren bin ich reingegangen und habe sehr schnell festgestellt, dass ich selbst sehr schwer habe mit Konventionen. Also so ein Gehorsam, so ein Blinden nach oben. Da habe ich massiv Probleme entwickelt, durch die Bundeswehr auch. Und bin auch deshalb niemals befördert worden und musste auch immer die Nachtschichten schieben, weil ich Wache hatte und wurde auch immer am Wochenende eingeteilt, weil ich halt eben nie das getan habe, was die Chefs von mir verlangt haben, weil ich darin keinen Sinn sah. Und teilweise gefährliche Übungen gemacht habe auf diesen Feldern da in Grafenwöhr. Deshalb bin ich da nicht aufgestiegen und das habe ich im Grunde beibehalten, dieses etwas kratzbürstige gegenüber Konventionen. Ja. Ich liebe dieses Freie, ja. Und bin dankbar, ich muss es ein paar Mal sagen in diesem Video, damit ihr das nicht falsch versteht, dass ich die Möglichkeit habe, mir das so aufzubauen. Und ich hoffe, dass ein Teil darüber auch in diesen Videos wiederkommt. Gut, und mit der E-Mobilität hat es sich entwickelt, positiv. Ja. Elon Musk hat der Automobilindustrie, vor allem der deutschen, aber auch der amerikanischen und der japanischen, kräftig in den Arsch getreten. Und die drehen sich alle um und laufen in die richtige Richtung. Und ich denke mal, dass auch er jetzt als Hand aufs Herz sicherlich es ihm egal ist, ob jetzt der Hans-Jörg von Gemming da jetzt ein Lucid kauft oder ein Tesla, ist ihm egal, Hauptsache ein E-Auto. Und das ist ja die Denke von Elon Musk und Tesla, die gar nicht gewürdigt wird. Trotzdem kommt jetzt bald, jetzt in den nächsten Tagen, ein Video mit Jonathan hoch, wo Jonathan auch wieder sehr kritisch ist, dem Tesla gegenüber als Autobauer. Eigentlich nicht, weil da machen sie alles richtig, aber so die nächsten Schritte, die sieht er nicht, sehe ich teilweise auch nicht. Also lasst euch überraschen, genau was er dazu sagen hat. Für mich ist nur wichtig, dass ihr mitkommt auf diese Reise und es versteht, wie ich versuche euch zu vermitteln, wie ich denke. Ja. Das muss nicht richtig sein. Ist sicherlich nicht richtig, wahrscheinlich richtig nur für mich, aber nicht richtig für euch. Ich sehe halt eben sehr dunkle Wolken aufkommen, generell am Horizont. Ich glaube, man kann, wenn man persönlich mit Menschen redet, bei der Arbeit oder hier, ich spreche immer Leute an, wenn ich irgendwo unterwegs bin. Ich rede sehr viel mit Leuten und ich bekomme sehr viel Input. Irgendwie, die Leute wissen es alles. Es ist irgendwie eine sehr große Unzufriedenheit da. Wir merken, dass wir hier in Europa wirklich auf dem absteigenden Ast sind. Es wird uns wirklich sehr gut vorgeführt gerade und es verändert sich gerade sehr viel und damit gehen die Leute halt sehr unterschiedlich um. Und genauso ist es jetzt mit den Investments in die Tesla-Aktie zum Beispiel. Ja. Es werden jetzt vielleicht ein paar fantastische Quartale noch kommen von Tesla und die Aktie schießt nach oben jetzt mit diesem Ausverkauf an den Börsen. Da ist jetzt von 1.000, 2.000 oder 3.000 Dollar durchaus möglich die nächsten paar Monate. Aber ich denke mal, das wird so das letzte Aufbäumen sein und dann wird ein wirklich starker Absturz kommen, weil, guck mal, die ganze Gelddruckorgie, die wir immer noch haben und das Schulden machen und die Staaten ihre Schuldverschreibungen, Schuldpapiere, die jetzt nicht mehr verkaufen können, die EZB verkauft die deutschen Staatsanleihen und kauft dafür italienische, um den Euro jetzt zu stabilisieren. Und das sind so viele Einzelstücke, jetzt gerade so zusammenkommen, die auch die Leute erst auch mittlerweile feststellen, dass da irgendwas gerade am Durchbrechen ist, dass ich für das nächste Jahr sehr große Probleme auf uns zukommen sehe. Vor allem, wenn wir halt eben jetzt durch diesen Winter gehen werden, der kein schöner sein wird wahrscheinlich, hier, vor allem hier in Europa. Und wir aus dem Winter rauskommen werden und wirklich massive Probleme haben. Und das denke ich mal, wird jetzt demnächst kommen. Ich will jetzt keine Schwarzmalerei machen, ja. Ich will aber nur euch sagen, was ich gerade denke. Ich kann auch falsch liegen, hoffentlich liege ich falsch. Und die Börse macht immer das Gegenteil, ja. Die macht erstmal jetzt, die wird erstmal nach oben tendieren. Und bevor es dann wirklich runtergeht, wenn alle denken, jetzt geht es nur noch nach oben, dann wird es nach unten gehen. Und das werde ich auch mit der Tesla-Aktie machen. Also ihr werdet auf diesem Kanal mitbekommen, wenn ich meine Tesla-Aktien verkaufen werde. Und nicht nur die, ich werde auch meine Gold- und Silberminenaktien verkaufen, werde alles verkaufen wahrscheinlich und werde höchstwahrscheinlich amerikanische Staatsanleihen kaufen, um so durch diesen ersten Absturz gut durchzukommen. Also bleibt bei mir auf dem Kanal. Es wird nicht immer schön tralala Tesla sein, auch Tesla, was Neues kommt. Also ich sehe zum Beispiel Tesla, lassen wir mal kurz darüber sprechen, ich sehe Tesla auch als großen Stromproduzenten in der Zukunft. Ja, das wird überhaupt nicht gesprochen. Batterie
Produzent. Ja? Wenn die mal die Batterien für ihre eigenen Fahrzeuge voll bedienen können, haben die Batterien vielleicht nur übrig und können die woanders hin verkaufen. Vielleicht sind sie auch nicht erfolgreich mehr mit den Autos, kann ja durchaus sein. Ja? Aber dann sind sie immer noch ein Batterieproduzent und wahrscheinlich ein Stromanbieter oder Solar oder irgendwas. Ja? Die Reise wird weitergehen, aber es wird einen Knick haben wahrscheinlich doch in der Autoproduktion. Ja, und zwar, das muss jetzt nicht Tesla schuld sein, sondern die allgemeine Ökonomie, dass das stark nach unten geht. Ich werde auf diesem Kanal auch dann eine Liste machen. Vielleicht werde ich auch einen Bezahlbereich machen, wo wir uns wirklich dann mit ein paar Leuten nur austauschen können. Wo ich eine Liste mache von Aktien, die ich im Crash kaufen werde. Und da kann ich euch versprechen, da wird sicherlich Celsius dabei sein, also der Getränkeproduzent, der jetzt von Pepsi auch übernommen wird, teilweise, für den ich früher gearbeitet habe, bis vor einem Jahr offiziell. Da wird Tesla dabei sein und da werden Rohstoffe dabei sein. Und ja, das sind so eine Kaufliste, die werde ich dann entwickeln und werde die auch kaufen, diese Aktien. Aber vorher werde ich Cash aufbauen und das werde ich jetzt in den nächsten Monaten machen, wenn die Börsen hochgehen. So, ich glaube, wir haben jetzt mal so einen richtigen schönen Rundumschlag gemacht. Ich hoffe, das Video trägt dazu bei, dass ihr mich besser versteht. Viele haben mir schon besorgt geschrieben und haben auch schon deabonniert und sagen, Markus, du läufst in eine Richtung, die eigentlich falsch ist und so weiter. Also ich bin nicht der E-Mobilitäts-Religionsanführer hier. Das können andere gerne machen. Ich bin ein Mensch, der 58, jetzt 59 Jahre alt wird, seinen letzten Kunden verliert wahrscheinlich dieses Jahr und guckt, dass er auf den jetzigen Lorbeeren, die er sich erschaffen hat, versucht, durch diese Situationen zu kommen. Vielleicht muss ich auch mal wieder anfangen zu arbeiten. Ich habe gestern mit meiner Frau darüber diskutiert. Wer weiß, vielleicht nehme ich mal noch mal einen Managementposten irgendwo wahr oder mache irgendwas anderes. Oder mach nochmal eine eigene Marke. Ah, ich weiß nicht, ich hab schon ein paar Ideen. Allerdings, erstmal habe ich nichts. Und wir haben unsere Freiheit, die wir sehr genießen. Wir werden mit dem Wohnmobil wieder wegfahren. Und zwar Ende September. Im letzten Video habe ich das schon mal angedeutet. Habe auch schon mal eine Karte gezeigt, wo es hingeht. Und werde dann von dort auch Videos machen, weil es macht mir Spaß. Und das ist halt eben, ja, das ist halt mein Hobby. Und wir werden, der Microlino ist reserviert. Mal gucken, wann wir den bekommen. Ich habe auch diese Founder-Series jetzt angewählt, mit dem Scooter drin, als teuerste Ding. Und hoffe, dass halt einer, wenn sie mal nach Deutschland ausgeliefert werden, dass ich am Anfang mit dabei bin. Und das so als Rettungskapsel vom Morello vielleicht dann hinten herziehe oder so, keine Ahnung. Genau, und ja, wir werden jetzt eine schöne lange Reise machen, auch ohne den Microlino, aber Richtung Osten, Südosten in Europa, auch nach Asien reinfahren. Und dann werden die nächsten Videos dann ab September über diese Reise sein, über die Autarkie. Und trotzdem ab und zu mal ein Video kommen wahrscheinlich, wo ich meinen Senf abgebe zu der allgemeinen Wirtschaftslage und den Aktien und so weiter. Das ist der Kanal Markus Meinenschein. Und freut mich, dass ihr dabei seid und dabei bleibt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Schreibt gerne in die Kommentare rein. Vor allem diejenigen, die mich jetzt hier so begleitet haben die letzten vielen Jahre. Wie ihr das so seht, weil ihr habt ja so den größten Einblick in das, was ich getan habe. Und ich freue mich auch auf den Roadster, wenn Tesla ihn mal irgendwann baut. Und ich habe auch da meine berechtigten Zweifel dran. Wobei, ich lasse mich immer gerne überraschen und nehme den dann auch gerne mit und promote wieder. Und ja, zeige euch meine Begeisterung dafür. Dann soll es das mal gewesen sein. Ich hoffe, euch hat dieses neue Setup gefallen. Ich wollte eigentlich auf den Berg hoch. Ich habe das am Anfang gesagt. Die Luft bleibt mir aber ein bisschen weg. Ich habe im August immer ein bisschen Asthma. Der Hund ist auch wieder doppelt so alt geworden, wie das Beine doppelt so alt geworden, wie das letzte Video, wo wir da hochgelatscht sind. Und sie hatte mir angezeigt, dass sie nicht mehr die Kraft hat, das zu machen. Also wir müssen uns verändern, ihr müsst euch verändern. Wir verändern uns alle, der Kanal verändert sich. Und in dem Sinne ist das auch gut. Und wir nehmen das an und werden weiterhin unser Leben genießen. Bis dahin, zum nächsten Video mit Jonathan dann. Alles Gute, ciao, ciao.